und auch die Künstler suchten für die Wiedergabe weiblicher Schönheit nach immer neuen Nuancen. Gewiss, eine Mona Lisa findet man unter ihren Werken nicht. Das Beunruhigende, Verwirrende dieses Vampirs ist mehr ins Niedliche, in eine zarte Tanagra-Schönheit übergeleitet. Doch immerhin sind bei den Leonardo-Schülern die Wurzeln der gesamten modernen Frauenmalerei zu suchen. Mit feiner Kennerschaft entscheiden sie zunächst, ob sich für das Bild mehr die pikante Profillinie oder die en face Ansicht eignet. Dann lesen sie im Frauenherzen. Bald etwas schalkhaft Neckisches, bald melancholische Müdigkeit oder ein Anflug feiner, hinfälliger Kränklichkeit scheint sich über die Züge zu breiten. Alles Starre ist vermieden. Die Köpfe biegen und neigen sich, sodass die Linie des Halses möglichst apart sich darbietet. Das Haar war vorher fast immer unter leichtem Schleier verborgen. Jetzt umschmiegt es entweder in dünnen, fein geflochtenen Zöpfen das Köpfchen oder es wellt sich empor und fließt in weicher Linie auf die Schultern hernieder. Ist es rotbraun, so haben schwarze Sammetbänder den metallischen Schimmer zu steigern. Ist es schwarz, so funkeln feine Perlen aus dem duftigen Dunkel hervor. Der Busen durfte in den Bildern der gotischen Zeit sich nicht zeigen. Alles musste der Sinnlichkeit entkleidet, spiritualisiert, pfeilerhaft schlank sein. Die Leonardo-Schüler entdecken die Plastik des weiblichen Körpers. Fein zeichnet der Busen sich ab. Weich und voll sind die Arme. In schwellender Rundung wölben sich die Hüften.